Willkommen zurück zu Let's Play Skyrim, The Elder Scrolls 5. Wir sind im nächsten Part und in der letzten Folge haben wir Mercer vor dem Schneeschleierhügel gefunden und dort sind wir jetzt drinne. Und selbstverständlich finden wir 50.000 Reichtümer. Und müssen jetzt Kalia finden und zur Strecke bringen. Der da lebt noch, ich weiß es. Warte mal, wir müssen doch... Warte mal. Hier, die Rolle. Habe ich die jetzt ausgerüstet? Habe ich, gut. Ups. Ihr seid keine Gefahr, nur eine Nerventräge. Upsala. Hat sich offenbar gelohnt. Gut, Planänderung. Ist doch was in der Nähe. Nee, da ist nichts mehr in der Nähe. Außer Trauger, die tot sind. Oder müsste ich finden? Ich sehe hier nichts. Eisentür, Adept. Kein Problem für Logan. Oh Mann, gut, wir sind hier erstmal vorher reingegangen. Alter, hier kann man ja alles mitnehmen. Bis auf das abgewetzte Zeug da unten. Wer ist das? Und so endet die Lektion. Seine Sprüche sind scheiße. Kann er mal aufhören, so zu reden? Ich habe mal was vor. Wollen wir mal was ausprobieren? Killmove-Chance erhöhen wir mal auf 60% annehmen. Euer Blut wird. Er hat eine scheiß Stimme, er ist scheiße, er klingt einfach scheiße. Wow. Rums. Die Truhe mit super Zeug drin, ey. Geil. Wer ist da? Euer armseliger Versuch, euch zu verstecken, ist eine. Der Typ nervt einfach. Der rennt mir sogar mitten in den Sprung rein, ey. Das ist sowas von Kacke. Bin froh, wenn ich wieder alleine bin. So, wir haben ja wieder einen großen Weg geschafft, also speichern. Da geht's weiter. Hier haben wir eine Tür zum Aufknacken. Ha. Gut, nicht das, was ich eigentlich wollte, aber... Auch gut. Nehme ich auch alles mit. Muss ich hier eigentlich was machen? Nee. Da ist doch was in der Nähe. Ich schätze, das war nichts.
Person Skiver. Den habe ich genau gesehen. Was für ein Arsch. So, wir gehen wieder weiter. Mit Fackel und Schwert. Da fackeln wir nicht lange. Knochenglocken. Schlau. Die sollen sicher die Drauger aufwecken. Stolpert da bloß nicht rein. Wieso, das gibt Erfahrung. Okay, das war ein Killmove. Ist auch nur ein Drauger. Manchmal denkt man doch, der ist doch nicht wahnsinnig, oder? Geh mir hier in den Sprung rein. Ihr seid ein Nie. Der Typ soll mal aufhören zu reden. Ein Pilzschild. Der muss wohl ziemlich alt sein, wenn schon Pelz auf ihn gewachsen ist. So. Noch mehr Geldmaschinen. Keine Lust, so lange zu warten, deswegen bin ich mal ein bisschen schneller. Ich glaube, mein Fall ist gerade wieder zu mir zurückgekehrt. Hier ist ja überhaupt nichts. Wozu bin ich denn hier hochgegangen? Nur um zu sehen, dass ich dann da hinten hin muss, oder wie? Hier sind auch alle tot. Nee, da unten muss ich rein, ne? Ich weiß gerade nicht, wo ich hin muss. Nee, von hier bin ich gekommen. Nee, dann war der Weg doch richtig. Ach nee, die habe ich ja abgeschossen auf der anderen Seite. Ja, genau. Ich übersehe übrigens einen Haufen Gold, wenn ich jetzt vorbeigehe. Das weiß ich. Aber wir haben sowieso schon genug, deswegen ist es eigentlich egal. Zumal wir so oder so irgendwie mehr kriegen als alle anderen. Snow Vale Sanctum, also Heiligtum. Schneeschleier Heiligtum. Wahrscheinlich wird es. Eine Macht. Ich freue mich schon auf die Macht, die wir kriegen. Die kommt nämlich garantiert hier. Aua.
Oh. Das tut jetzt weh. Scheiße, ich hab Magie getrunken. Alter Schwede. Das war ja Imba. Wir sind auf dem richtigen Weg. Hier ist sie auch vorbeigekommen. Natürlich ist hier vorbeigekommen, ist doch der einzige Weg. Alter, der rote Schimmer von ihm, der nervt. Was ist denn das? Verbrannte Leiche, aber immer noch mit Blut gefüllt. Hier ist die große Halle. Jede. Die Tür davon. Perfekt für einen Hinterhalt geeignet. Seid bereit. Das ist eine ganz normale Tür wie jeder andere auch. Da ist doch was in der Nähe. Euer armseliger Versuch, euch zu verstecken, ist. So, jetzt machen wir mal ein bisschen auf Magie. Ich übrigens den. Wo rennt er denn hin? Mann, ich will ihn. Wo rennt er denn hin, verdammt? Oh, hat er Flucht drauf, der Arsch? Penner. Boah, die Musik ist so laut. Da hat der Arsch auch noch Flucht auf sein Scheißschwert. Kann doch gar nicht wahr sein. Boah, ich will mit Mercer nie wieder kämpfen. Und was für eine Macht wir in der nächsten Folge bekommen, liebe Leute. Toll. Das erfahren wir wohl auch wirklich nur in der nächsten Folge. Bis dahin, bye bye.